Hallo, ein Projektor wird mit einer Halogenlampe mit 24 Volt, 250 Watt Anschlussleistung betrieben. Wie groß ist der Widerstand des Projektors? Das kann man dann zum Beispiel dann machen, dass ich hier I zunächst ausrechne. E ist ja U mal I. Ich jetzt durch U teile, dann habe ich hier P durch U gleich I. Das heißt also hier 250 Watt durch 24 Volt. Das wäre dann I. Habe ich dann 10,41 Periode 6. Ampere und dann kann ich dann mit R gleich U durch I dann natürlich den Widerstand ausrechnen. Sozusagen dann hier 24 Volt durch 10,416 Ampere. Das habe ich ja schön im Taschenrechner gespeichert. Deshalb kann ich das dann hier ganz bequem ausrechnen. Ich habe also 2,304 Ohm als Ergebnis heraus. So, zu der Frage B, warum benötigt der kurzzeitig zu Beginn mehr Strom? Eine Halogenbirne hat ein Wolframfaden. Das ist ein Metall. Das Metall muss zum Glühen gebracht werden. Sonst leuchtet der Faden ja gar nicht. Wenn es dann glüht, dann steigt der Widerstand. Also zu Beginn, also ein geringer Widerstand. Wenn er noch nicht glüht, im Betrieb. Dann ein hoher Widerstand. Das ist ungefähr Faktor 10. Habe ich mal durchgemessen mit dem Papierchen. Ja, und wenn der Widerstand gering ist, bedeutet dann zu Beginn dann mehr Strom. Und zum Ende weniger Strom in Betrieb. Ne? Ja, aufpassen. Bei LED ist es anders. Dieser Projektor wird also ganz sicher dann mit einer Halogen- oder Wolframglühfaden betrieben, denn wenn eine LED erwärmt ist, hat den geringeren Widerstand, als wenn sie kalt ist. Da ist es also genau andersrum. Also wenn wir hier einen LED-Projektor hätten, wäre es also eher genau andersherum. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal.